Namaste. Namaste. Welcome to... Namaste. Willkommen zum Tag 10 unserer gemeinsamen Reise in die magische, geheimnisvolle und mystische Welt der Mantra-Meditation. Today's mantra is... Unser heutiges Mantra ist Om Shri Mahalakshmiyei Namaha. Das ist ein Mantra für Fülle. Take a moment to... Fülle. Lass uns einen Moment über das Wort Fülle nachdenken. Reichlich, überfließend. Was bedeutet das? Was bedeutet es für dich? Es ist gut, zunächst unsere Absicht festzulegen, wenn wir dieses Mantra für die Fülle chanten. Fülle des Herzens, eine Fülle von Freunden, Fülle von Reichtum, Geld, alles eingeschlossen. Alles ist willkommen in diesem Mantra. Gesundheit. Natürlich eine Fülle von Gesundheit. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über das Wort nachzudenken und um die Absicht zu formulieren, bevor wir beginnen, das Wort Fülle zu chanten. Wie würde es sich anfühlen, wenn du mehr Fülle in deinem Leben hättest? Könntest du möglicherweise in größerer Fülle leben? Wie würde das aussehen und wie wäre das? Kannst du mehr Fülle in deinem Leben willkommen heißen? Ja, sind wir bereit, mehr Fülle zu empfangen? Manchmal haben wir Angst davor, stimmt's? Und dazu gehört auch spirituelle Fülle, die Fülle des inneren Friedens. Ja, besonders eine Fülle an innerem Frieden. Können wir die Worte wiederholen? Das Mantra ist also Om Shrim Mahalakshmiyei Namaha. Es gibt zwei Keimsilben in diesem Mantra. Om, mit dem wir vertraut sind. Om ist die Keimsilbe des dritten Auges. Om ist das kosmische Ja. Und Shrim ist die Keimsilbe für das Prinzip von Fülle. Wenn wir also einfach nur Shrim immer wieder wiederholen, den Klang Shrim somit in uns tragen, stimmen wir uns auf die Frequenz der Fülle ein. Eine Keimsilbe ist so mächtig, so stark, so vollständig. So Shrim. Mahalakshmiyei Namaha. Mahalakshmi. Mahalakshmi. Maha bedeutet groß, großartig, wie in dem Wort Mahatma. Aber es bedeutet auch im Herzen zentriert. Es ist also eine Fülle, die aus dem Herzen kommt. Eine Fülle, die allen und allem zugute kommt. Lakshmi ist die Göttin der Fülle. Und Yei ist, wie gesagt, die Kraft, die Shakti, die die Energie der Fülle manifestiert. Das ist also die Bedeutung des Wortes Mahalakshmiyei. Und Namaha bedeutet ein respektvoller Gruß. Om Shrim Mahalakshmiyei Namaha. Lass uns wieder mit aufrechtem Rücken bequem sitzen. And take a deep breath. Und tief einatmen. And sit. Und wir sitzen in dem Bewusstsein, dass wir die vor Reichtum überfließenden, wertvollen Wesen sind, die wir sind. Sehr würdevoll. Sehr königlich und göttlich. This abundance of the heart. In dieser Fülle des Herzens, lass dieses Gefühl des Mitgefühls wachsen und sich in dir ausbreiten. Das Gefühl der Fülle des Herzens. Wir können unsere Liebe und unser Mitgefühl mit unseren Freunden, mit den Menschen an unserem Arbeitsplatz teilen. Denn Fülle bedeutet, dass wir im Überfluss besitzen. In der Bibel heißt es, der Kelch läuft über. Wir können überfließende Liebe und Mitgefühl mit der ganzen Welt teilen. Und das ist die Stimmung dieses Mantras. Fülle. Wir werden das Mantra 108 Mal wiederholen. Jede Wiederholung bietet uns die Gelegenheit, im Jetzt zu sein.
Es kann sein, dass wir diese Gegenwärtigkeit wieder verlieren. Unsere Gedanken schweifen in die Zukunft oder in die Vergangenheit ab. Aber dann kommt eine weitere Wiederholung, auf die wir uns wieder einstimmen können und die uns dann wieder in die Präsenz zurückholt. Om Shrim Mahalakshmiyei Namaha. Om Shri Mahalakshmiye Namaha.
Om Shri Mahalakshmiye Namah. 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 The eyes closed. Wir lassen unsere Augen noch geschlossen. Feeling the mantra resonate within our bodies. Und fühlen, wie das Mantra in unserem Körper nachschwingt. Creating a sense of abundance. Und ein Gefühl der Fülle erschafft. A sense of generosity. Ein Gefühl von Großzügigkeit. And gratitude. Und Dankbarkeit. Overflowing. Und des yeah. Überfließens. Abundance is when we give, Fülle ist, not looking to receive. Wenn wir einfach geben, ohne die Erwartung, etwas zu empfangen. Dave and I have a little saying. Dave und ich sagen immer, generosity is the key to abundance. Dass Großzügigkeit der Schlüssel zur Fülle ist. It's a good reminder. Es hilft, sich daran zu erinnern. Enjoy the rest of Genieße deinen restlichen Tag mit dem inneren Gefühl von Fülle. Und teile sie mit anderen. Teile sie. Namaste. Namaste.